Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming und ich bin weiter die ganz leer und versuchen weiter das Wild vor die wilde Horde zu verteidigen. So, jetzt kämpfen wir wieder gegen Idex. Natürlich nehmen wir unser Dream Team wieder mit. Und los geht's. Und schauen wir mal, wie es abgeht. In diesem Schlacht. Von Gut und Böse. Mount Namatu, Leute. Au, Alter, was war das denn? Was war das denn, Move, Leute, Alter? Immer Fröhlich drauf, die Fröhlichsten nicht. Der Mond ist immer hardcore, voll hinter ihm. Aber wir schaffen es natürlich immer wieder. Wir sind auf Stream zu, ich bin immer besser zu tun, wie sie mich. Immer drauf, Leute. Wir wissen, wir müssen hier das Ding gewinnen. Aber die Slayer, ich finde, die Krieger in Slayer sauhammer cool, oder? Und durch die neue Rüstung, Alter, ich hätte die Rüstung schon viel früher nehmen sollen. Hätte die Rüstung viel früher nehmen sollen. Weil ich noch viel stärker bin. Alter, ich bin da mal gar nicht in deinem Leben. Jetzt verstehe ich es echt nicht. So, der erste Bein ist schon wieder ab. Ah, zwei machen Dings. Und schnell weg. Ah, das ist schon wieder so ein Meter-Move. Gehen wir wieder volle Lotte durch. Immer drauf ist hier. Wir müssen mehr auf Attacke gehen. Immer mehr auf Angriff denken, nicht so viel auf Defensive, weil die Gegner werden immer schwerer.
Und dann ist es besser, wenn die Gegner stärker und nicht stark sind. Mehr stärker sind als die Gegner. Oh Mann, die Hände. Das ist das, dass man immer auf Angriff jetzt rüber gehen. Kämpft sie mal schneller, kämpft man die Gegner schneller kaputt, eliminiert man sie auch dann. Die Messen sind schon eingespielt, die vier sind eingespielt. Ne? Das ist ja der Vorteil, wenn wir schon eingespielt sind. Also mehr eingespielt, die müssen mal schon besser eingespielt sein. Als dann wieder ein neues Team aufzubauen. Wow, jetzt hat man... Entschuldigung! Wenn man ihn wieder besiegt, leider. Alle und schon wieder ein neuer. Alle, wie viele Menschen kriegen? Das ist abnormal, wie viel von neuen Mitanis mehr hinzufügen. Das ist heftig schon wieder. Sehr heftig. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch eine Mission machen können. Schauen wir mal gleich. Ich sitze da. Käse. Na, Mann, tu man gleich. Mach man gleich, da denk ich schon. Kämpft man noch gegen ihn, noch der die Sache, Leute. Dass wir jetzt ein bisschen Missionen noch haben. Jetzt müssen wir halt suchen, wo wir wieder rumhängen. Jetzt hat immer die Suche erreicht. Ah, da ist er ja. Natürlich geben wir jetzt wieder Vollgas immer.
Immer dolle drauf, ist immer gut, wenn man drauf geht. Also wenn wir den jetzt noch schnell besiegen können, oh Mann. Boah, Mann, das war ein Fehler. Aber... Natürlich gemeint. Alles geht nur noch eins, nur noch Geballere. Stutzer, hin und. Wenn man früh hier down kriegt, ist halt so gut. Oh, alle meine Hände sind die Hände. Oh ne, jetzt kommt das Schlimmste, finde ich. Das ist das Nervigste, finde ich, von dem Spiel. Oder besser gesagt, von dem Gegner. Das ist die einzige Nervigste von dem. So eine Maulwurf oder Biber, was es sein soll. Das Einzige, was ein bisschen was eigentlich so was ein bisschen nervbar denn. Aber wir sind so gestark wie die Tiere, Okay, hä?
Hey, was ist jetzt los? Also jetzt gehen wir nochmal zurück zu 2. Das frage ich mich jetzt, was jetzt hier hin, warum. War mein Ziel. Ich sprach mich gerade, ne? Was ist jetzt los? Warum? Nein, er hat gegen ihn gekämpft. Das sprach ich nicht. Das sprach ich nicht so. Das frag ich mich nicht. Was ist jetzt los? Warum haben wir gegen ihn gewonnen? Das frag ich mich jetzt gerade. Was ist jetzt los? Hat er jetzt ein Parkcard für ihn, oder? Das verstehe ich jetzt echt gerade nicht. Laufen wir hier mal ein bisschen rum und schauen mal, was hier abgeht. Gehen wir zur Null. Das verstehe ich jetzt echt nicht mehr. Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, wir müssen zwei. Leute, wir müssen zwei Szenen. Okay, muss ja auch einer mal. Das sind ja zwei, wo man machen müssen. Okay, gegen zwei Riemen, Mann. Jetzt verstehe ich Leute mit dem Lied. Oh Mann, gegen den zweiten muss man noch kämpfen. Was?
Leute, aber ich denke, den Kampf sieht ihr erst beim nächsten Mal. Euer Peter ging da. Tschüss. Bis dann.